Kinderszenen. Jean Sibelius gilt als der finnische Nationalkomponist schlechthin. Aber seine Muttersprache war gar nicht Finnisch, sondern Schwedisch, denn er gehörte zur Minderheit der Finnlandschweden, die sich rund um die Süd- und die Westküste niedergelassen hatten. Dort kam er am 8. Dezember 1865 zur Welt, in Hemenlinna oder Tavestehus, wie die kleine Garnisonsstadt auf Schwedisch hieß, und zwar unter dem Namen Johann Christian Julius. Sein Vater Christian Gustav Sibelius war ein Frauenarzt, der 1859 nach Hemenlinna gekommen war und dort um die Hand der 20 Jahre jüngeren Maria Borg anhielt. Sie galt als das attraktivste Mädchen der Stadt und hatte einen Haufen Verehrer, die der galante Gynäkologe jedoch mühelos aus dem Weg zu räumen wusste. »Sie ist süß, zuweilen richtig schön. Sie ist genauso groß wie ich, aber das steht ihr nicht schlecht«, schwärmte Christian Gustav über seine zukünftige, die er am 7. März 1862 vor den Traualtar führte. Drei Kindern schenkte sie das Leben. Nach Linda und Johann, der zu Hause nur Janne genannt wurde, folgte 1869 noch Christian. Aber zu diesem Zeitpunkt war sie bereits Witwe. Denn Christian Gustav fiel im Juli 1868 einer Typhusepidemie zum Opfer. Das allein wäre schon furchtbar genug gewesen, doch es kam ein zweiter Schicksalsschlag hinzu. Der verstorbene Dr. Sibelius, der großzügig für Freunde gebürgt hatte, hinterließ seiner Familie nichts als Schulden. Und so mussten sogar die Möbelstücke, die Wäsche und das Porzellan gepfändet werden. Da Marias Witwenrente nicht ausreichte, um einen eigenen Haushalt zu führen, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit den Kindern zurück zur Mutter zu ziehen. Üppig waren die Verhältnisse nicht, in denen Janne und seine Geschwister aufwuchsen. Aber die Mutter und die Großmutter bemühten sich, den Kindern eine gute Ausbildung zu bieten. Deshalb musste Janne als Achtjähriger von der schwedischen in eine finnische Schule wechseln, damit er die Hauptsprache des Landes erlernen konnte. Seine musische Begabung förderten sie durch Klavierunterricht, den Tante Julia erteilte. Besonders zu fruchten schienen die Lektionen zunächst jedoch nicht, was möglicherweise auch an Julias Stricknadeln lag, mit denen sie dem Jungen gern eins auf die Finger gab, sobald er sich verspielte. Viel lieber als das Klavier war Janne ohnehin die Violine, die er überall hin mitnehmen konnte, zum Beispiel in die Natur. Er liebte es, sich auf irgendeinen Bootssteg zu stellen und dort für die Vögel oder die Wellen zu improvisieren. Und wenn er das tat, dann träumte er davon, dass er eines Tages ein großer Virtuose werden könnte. Der junge Sibelius verfügte über eine ausufernde Fantasie und erfand die tollsten Lügengeschichten oder er schlüpfte in immer neue Rollen. Manchmal wusste er gar nicht mehr, wer er gerade war, weshalb man schon fürchtete, er sei ein notorischer Lügner. Auch während des Schulunterrichts versank er in seine Tagträumereien, schaute aus dem Fenster, um die wogenden Baumwipfel und den Flug der Vögel zu beobachten. Was nicht ohne Folgen blieb, eine Klasse musste er sogar wiederholen, weil seine Lateinkenntnisse unzureichend waren. Und als er 1885 sein Abitur ablegte, nahm er unter den 28 Absolventen nur den 19. Rang ein. Besser sah es für ihn in der Musik aus. Früh begann er zu improvisieren, sowohl auf der Geige als auch auf dem Klavier. Als Pianist etwa verblüffte der Elfjährige die Verwandtschaft mit der freien Fantasie Tante Evelinas Leben in Tönen. Irgendwann, um das Jahr 1880, entstand dann seine erste Komposition mit dem Titel Wassertropfen. Zu Hause wurde rege musiziert, vor allem im Familientrio der Geschwister. Und nachdem Janne 1881 professionellen Musikunterricht beim Militärkapellmeister Gustav Levander erhielt, zeigte er als Geiger so rasche Fortschritte, dass ihn sein Lehrer bei einem öffentlichen Vorspiel präsentierte. Doch Sibelius litt unter schrecklichem Lampenfieber. Er verspürte bei seinem Auftritt einen metallischen Geschmack im Mund. Er zitterte am ganzen Leib und wandte vor Schreck seinem Publikum lieber den Rücken zu. Als Janne die Schule abgeschlossen hatte, war weder ihm noch seiner Familie klar, wie begabt er eigentlich war. Ja, er wusste gar nicht, wie es nun weitergehen sollte, weshalb er sich zunächst bei den Juristen immatrikulierte. »Was hätte ich sonst anfangen sollen?«, antwortete er Freunden, die ihn nach den Gründen fragten. Gleichzeitig aber schrieb er sich als außerordentlicher Student an der Musikakademie ein.
Und das war sein Glück. Denn dort erkannte man sein Genie. Ja, der Rektor des Instituts nahm Janne sogar persönlich unter seine Fittiche, unterrichtete ihn in Theorie und Komposition. Schon im zweiten Studienjahr galt er als Star des Instituts und ließ sich Visitenkarten drücken. Jean Sibelius stand da zu lesen. So nannte er sich jetzt als Musiker. Und mit dem neuen Namen hatte er endlich seine Berufung gefunden.